Willkommen am Yas Marina Circuit zum heutigen Tag- und Nachtrennen. Denn wie immer starten wir bei Licht und dann irgendwann wird es dunkel. Die Teams sind mit den letzten Handgriffen an ihren Autos beschäftigt und gleich geht's los. Start beim großen Preis von Abu Dhabi. Und das ist die Startaufstellung für das heutige Rennen. Vorsicht bei Kurve 1 am Streckenanfang. Kurve 1. Thank you.
Pass auf, wenn du sie stark belastest. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 40 Kilogramm übrig. 40 Kilo. Box, Box, Box. Thank you.
Zwischenstoppfenster schließt sich gleich. Die Mercedes-Crew macht sich für einen Stopp bereit. Wir wissen noch nicht, welcher Fahrer reinkommt. Thank you.
Wir holen den Wagen vor uns allmählich ein. Mach weiter dieses Tempo. Du vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um etwa eine Sekunde pro Runde. Benzin-Update. Es sind noch 30 Kilo übrig. Wir haben noch 30 Kilogramm Benzin. Lass uns dafür sorgen, dass das möglichst lange so bleibt. Nimmst deinem Vordermann pro Runde etwa 5 Zehntel ab. Es sind 60% des Startbenzins übrig, noch 60% des Startbenzins. Thank you.
Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Wir sind schneller als der Wagen vor dir. Deine Chance, ihn zu überholen, stehen am besten in Sektor 1. Boxenstopp.
Letzte Runde für unser Boxenstoppfenster. Die Benzinreserven gehen zur Neige. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Benzinstand ist jetzt bei 15 Kilo. Es sind noch 15 Kilo Benzin übrig. Einer der Lotusfahrer kommt demnächst rein. Die Crew macht sich gerade bereit. Nur zur Info, der Fahrer hinter dir hat auf Mischung 1 gewechselt. Die wollen Benzin sparen. Thank you.
sollte jetzt viel leichter sein. Wir haben nur noch etwa 25% Benzin übrig. Noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 2 Runden. 2 Runden.
Spaß und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Zwischen dir und deinem Vordermann vergrößert sich jede Runde um ein paar Zehntel. Es macht nichts, wenn der Wagen hinter dir dich überholen will. Er hat eine Zeitstrafe.
Leistung von Pastor Maldonado. Er hat den Tag auf dem ersten Platz beendet und holt damit einen Sieg für Venezuela.